und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder aus meinem wunderschönen grünen Badezimmer. Ja, es geht wieder um meine Haare und die werde ich heute abschneiden. Ja, sie sind wunderschön, lang und dick, aber ja, irgendwo nerven sie mich auch, obwohl ich sie auch so schön finde. Und deswegen kommen sie heute ab. Ich möchte sie ungefähr so lang abschneiden und ja, ich lasse euch einfach daran teilhaben, weil ich das Gefühl habe, dass viele von euch meine Haarvideos interessieren. Und ja, normalerweise würde ich jetzt zum Friseur gehen, aber da das ein bisschen teuer ist und ich nicht so viel Geld habe, mache ich das jetzt einfach selbst und hoffe, dass es halbwegs okay aussieht. Ja, ich würde sagen, dann fange ich einfach an und ihr könnt mich dabei hier ein bisschen begleiten. Ich habe hier auf der Seite, wo ich gerade mit dem Finger hinzeige, einen Badezimmerspiegel. Also nicht wundern, wenn ich da regelmäßig reinschaue, einfach um zu sehen, ja, wie die Haare gerade aussehen, weil ich möchte sie ungern so blind schneiden, ohne dass ich sehe, was ich da mache. Zuerst flechte ich mir hier zwei Zöpfe runter, die ich dann abschneide und den Rest mache ich dann da mit dem Spiegel auch noch. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach an. Ja, das ist es, das kommt alles ab. Irgendwie tut es mir gerade auch schon ein bisschen weh, weil ich weiß nicht, 1, 2, 3, ja, so 3,5, 4 Jahre könnte es dauern, bis das wieder auf die Länge wächst. Ich glaube eher 4, weil man zwischendurch auch nochmal Spitzen schneidet. Puh, naja, ich möchte eine Veränderung, deswegen mache ich das jetzt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es bereuen werde, aber das werde ich dann ja sehen. Also wahrscheinlich werde ich es im ersten Moment bereuen und ja, dann lasse ich sie eh wieder lang wachsen. Aber ja, irgendwie brauche ich jetzt doch die Veränderung. Auch wenn ich das schon so sehe, ich mir so denke, so, oh Gott, ich glaube nicht, dass es mir stehen wird. Aber ich bin auch experimentierfreudig, deswegen probiere es einfach mal aus. So, das sind meine zwei Zöpfe. Ich weiß nicht, ob man die Länge gut sehen kann. Ich glaube, sie passen sonst nicht mehr ins Bild rein, wenn ich die so lang mache. Naja, und die kommen jetzt ab. Hier habe ich die Schere und jetzt kommen die Haare ab. Oh mein Gott, ey. Mache ich es wirklich? Ich bin mir unsicher. Ja, Hilfe! Ach du Scheiße, ey, Friederike, mach keinen Scheiß. Ja. Okay. Oh mein Gott, ich schneide mir gerade wirklich meine Haare. Okay, ich bin immer noch am Schneiden. Immer noch? Wann bin ich denn mal durch diesen Zopf? Und jetzt habe ich hier hinten noch so eine dicke Strähne vergessen. Oh, ja, ich glaube, die sind jetzt doch ein bisschen kürzer geworden als gewollt. Scheiße! Hilfe! Ja, gut. Ja, da
Das sind meine Haare. Ja, ich bin ein bisschen schief geworden nach hier hinten. Seht ihr das? Ja. Oh shit. Fuck. Ich hab's richtig verkackt, ey. Holy shit, ey. Oh oh. Das sieht so aus, als wenn ich, gleich nochmal zum Friseur gehe. Fuck! Ich wollte mir ja eigentlich das Geld sparen, aber ich glaube, was ich jetzt hier gemacht habe, das geht nicht ohne Friseurbesuch. Oh shit! Ja, ich habe mir mal eben Bob geschnitten. Naja, ist mal was anderes, muss ich sagen. Oh mein Gott, ey. Hilfe. Ah, Scheiße. Naja, das sind hier die Haare. Ihr seht's. Hier oben ein bisschen länger als hier. So. Naja, dann schneide ich die andere Seite jetzt auch mal ab. Holy shit, holy, holy, holy shit, holy shit, holy, holy shit, shit, shit. Oh fuck, ey. Ja. Oh mein Gott. Geplant. Es ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber naja. Man muss ja auch mal Dinge im Leben ausprobieren, nicht wahr? Oh fuck, ey. Naja. Ich kann nicht. Naja. Ich mache sie jetzt ein bisschen länger, dass sie nicht zu kurz wird, also versuche ich zumindest, dass der Friseur das dann gut ausgleichen kann. Naja, gut. Oh Mann, ey. Oh, Friederike. Auch wieder poppig.
Ja, das ist der zweite Zopf. Wie habe ich das hingekriegt, dass das hier vorne sogar noch kürzer ist als die andere Seite? Ja, wow. Ich wollte schon immer aussehen wie, wie heißt diese Verrückte? Heißt die Sia? Die immer irgendwie. Also kann man es auch tragen, so ein bisschen seitlich verrückt, so. Ja. heißt nochmal diese verrückte Tänzerin, die so eine Frisur hat? Ich glaube, irgendwie mag ich es sogar so ein bisschen. Ist mal was ganz anderes auf jeden Fall. Naja. Wow. Oh wow. Oh wow, oh ja, Langhaar-Mädchen willst du Kurzhaar, Tante? Naja. Also, das hier sind jetzt hier so, ja, meine abgeschnittenen Haare. Könnt mal sehen hier, irgendwie die Qualität ist, glaube ich, ziemlich gut von denen. Die sehen irgendwie. Ja, sehr gut aus, meine Haare. Also finde ich zumindest. Und das hier ist der zweite Zopf. Und ja, das war hier dran. Das ist jetzt ab. So, ne? Okay, naja. Ich muss mir echt mal angucken, wie das von hinten aussieht. Also es muss halt echt noch nachgebessert werden. Aber es ist auf jeden Fall viel leichter jetzt auf dem Kopf. Also es hat auch sein Positives. Naja. Da. Meine Haare. Das sind jetzt die neuen. Eigentlich wollte ich mich hier vorne noch so Curtain Bangs schneiden, aber das mache ich jetzt nicht, weil die Frisur scheinbar in eine ganz andere Richtung geht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt erstmal einen kleinen Schock. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Naja, vielleicht kann man die Haare jetzt ja doch spenden, so kurz wie sie geworden sind, meine anderen Haare. Naja. Ciao, ciao.